So, wir haben uns hier noch ein paar Fragen rausgesucht, die nach unserem Austausch zu Eintauchen in Liberating Structures in einem Immersion-Workshop vielleicht noch offen geblieben sind und haben beschlossen, dass wir die jetzt einfach mal beantworten unter uns Vieren. Und ich gebe mal die erste Frage rein. Geht es überhaupt mit Zoom im Browser am Workshop teilzunehmen? Also gehen geht's schon, würde ich antworten. Fürs volle Erlebnis der 2 Tage und 2 Stunden ist es ein bisschen limitiert. Also wenn es irgend möglich ist, würde ich versuchen, die App bzw. das Programm runterzuladen, um dann das volle Erlebnis des Immersion Workshops zu genießen. Liberating Structures leben ja von der Interaktivität. Das heißt, es braucht im Unterschied zu Methoden, die praktisch sich auf das Broadcasten, auf das unilineare Hineingeben von Inhalten beschränken, braucht einfach Liberating Structures viel mehr Freiheit und Möglichkeit, sich im virtuellen Raum zu bewegen. Dem erinnere ich mich auch, dass wir in dem letzten Immersion auch Personen dabei hatten, die über den Browser drin waren. Und das, die Nachteile, die es hat, die haben wir dann auch mit Fading Forward dann immer ganz gut hinbekommen, sodass man sich trotzdem einbringen konnte. Also falls das jetzt wirklich gar nicht geht, sollte es kein Hinderungsgrund sein, teilzunehmen. Sind wir bereit für die nächste Frage? Ich habe den Eindruck, es gibt viele Liberating Structures Werkzeuge, aber was ist die Methode? Was ist der Geist, die Haltung, die Wurzel dieser Werkzeuge? Da steckt ja ganz schön viel drin. Steckt auch ganz schön viel drin, was drin steckt, oder? Ich glaube, also ich weiß nicht, ob das so ein bisschen so ein Cliffhanger dann, aber das ist genau der Grund von Immersion Workshops. Darauf Antworten zu finden, weil so wie der Satz eigentlich formuliert ist, also es ist eben, es steckt eine Haltung dahinter, es ist ein Repertoire, was mit Bedacht ausgewählt wurde, es ist eine Praxis dahinter, die eben durch das Erleben in dem Workshop auch an, Ina, sag ich mal, anmassiert wird oder Muskeln, die angesteuert werden. Und noch bestimmt noch mehr, könnt ihr bestimmt ergänzen. Also ganz spontan fällt mir dazu ein, dass es ja 10 Prinzipien gibt von Liberating Structures. Katrin nannte gerade die eine, Failing Forward. Es gibt noch andere, alle mit einbeziehen, also Partizipation. Und was mir einfällt, wie du das gerade gesagt hast, Anja, es sind Methoden, die das aber trainieren. Und zwar reden wir ja häufig schnell davon, Failing Forward. Ich rede, glaube ich, seit weiß nicht wie vielen Jahren davon. Habe aber immer wieder selber die Erfahrung gemacht, wie wenn ich einen Fehler mache, denke so, oh nein, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Das heißt, ich habe sozusagen wie vom Verstanden gehabt, worum es geht. Und dennoch bin ich immer in diese alten Muster gefallen. Und Liberating Structures ermöglichen, diese Dinge zu üben. Ja, oder gemeinsam zu lernen, okay, ich habe es jetzt nicht ganz verstanden oder ich weiß gar nicht genau, wo ich stehe, aber das ist okay. Wir haben gelernt, dass es verschiedene Perspektiven im Raum gibt und trotzdem sind wir schnell dabei zu sagen, nee, aber das, was du sagst, stimmt nicht. Und ich finde, das ist so dieses Muskeltraining zum Üben, diese Dinge, von denen wir schon überzeugt sind, dass wir sie leben sollten, sie tatsächlich auch immer wieder zu integrieren ins eigene Leben. Für mich ist es ein riesen Übungsfeld, um diese Dinge ja immer wieder zu praktizieren und meine eigenen Muster zu verändern. Ja, und was ich auch sehr bemerkenswert fand und ich beim Einstieg auch nicht sofort so durchdrungen habe, das ist, dass die Einfachheit der Strukturen natürlich auf einer sehr durchdachten Art und Weise liegt, wie die Strukturen sich ähneln. Also es gibt ja bei den Liberating Structures, bei den einzelnen Strukturen, die Art und Weise, was strukturiert wird. Und wie es strukturiert wird, ist ja doch sehr klug. Und immer wieder zu gucken, bin ich noch in der Struktur und was kann ich abwandeln? Wie kann ich Freiheit durch das Beibehalten von bestimmten Elementen schaffen?
Mir noch einfällt dazu ist, dass wir dann ja bei dem Auftakt zum Immersion-Workshop eigentlich schon ganz schön viele Einblicke geben, nämlich genau in Prinzipien, in die Design-Elemente, also wie wird das strukturiert, worauf müssen wir achten, also Schritte, Timing, Partizipation, Einladung, also all das ist ja mitgedacht worden. Und aber auch, ich finde das auch noch ganz wichtig, die Wurzeln, also worauf es wirklich gründet und auf welche Schultern von Giganten die auch aufgebaut sind. Weil manchmal gibt es auch so einen Wiedererkennungswert. Ah, Moment, aber das kenne ich ja. Man merkt uns unsere Begeisterung an. Wollen wir noch mal eine andere Frage machen? Also meine oder wollen wir noch was ergänzen? Die Kurze war Liberating Structures nur für Webinars oder auch für physische Arbeitssitzungen und Meetings? Super, meine Lieblingsfrage. Ja, das ist aber echt jetzt geschuldet dem letzten Jahr. Also ehrlich gesagt, war die Frage vor einem Jahr, funktioniert es auch virtuell? Ja. Weil entwickelt wurden sie natürlich für physisches Miteinander. Was sagt ihr? Wollen wir noch eine letzte Frage beantworten? Na klar, was haben wir denn da noch? Ja, wie genau plane ich einen Workshop mit der Methode? Da würde ich ja jetzt doch auf das tiefere Eintauchen vertrauen, um zu gucken, was für ein Workshop denn und mit welchem Zweck ist der Workshop denn und ist der online oder offline und was soll der bewirken? Und ja, ich glaube, liebe Kolleginnen, ich glaube, da können wir mit gutem Gewissen sagen, fragt uns das vielleicht nochmal nach unserem Immersion, aber ich glaube, die Frage kommt dann nicht mehr nach unserem Immersion, oder? Glaube ich auch nicht. Nee, das ist fast das Lernziel, würde ich fast sagen. Oder zumindest eins von den Lernzielen. Genau. Du musst ja nicht nur Workshops machen, du kannst auch tägliches, immer dann, wenn sich zwei begegnen, irgendwas aus dem Repertoire nutzen. Genau, und was da für vielfältige Anwendungsfelder gibt, das hoffentlich kommt auch raus. So, jetzt sind wir durch mit unseren Fragen und es verbleibt eigentlich nur noch, uns zu verabschieden. Ciao! Wir freuen uns auf euch.